bin gerade ein bisschen in Filmlaune. Deshalb kann ich auch darauf hinweisen, hier gibt es mal wieder eine Hütte mit legaler Feuerstelle. Kann man hier davor so andeutungsweise erkennen. Also wie gesagt, legale Feuerstellen gibt es und diese hier ist erstaunlicherweise sogar nicht zugemüllt. Zumindest nicht von hier erkennbar. Vielleicht findet man irgendwo ein bisschen was, aber das sieht wirklich gut aus hier. Und da geht der Weg weiter. Auch ein schönes Wegelchen, ne? Schön. Schön, schön. Oh, da hinten hängen schon die Blaubeeren. Oh. Ja, warum sind denn die so früh dran? Erster Blick aufs Murgtal bzw. die andere Seite, also da wo es ja quasi ganz unten ist, müsst ihr jetzt auch wieder erst erahnen, da hätten wir das Murgtal und der Berg da hinten, ich glaube, das müsste der Merkur sein, der ist bei Baden-Baden. Ich glaube, so viel darf ich verraten, dass ich da ganz in der Nähe wohne, also so nah ist auch wieder nicht, aber ja, doch ziemlich nah. So, die letzten 4 Kilometer waren extrem öde, langweilig und aufreibend. Anstrengende Kilometer. War eigentlich nicht schwer zu gehen, aber psychisch sehr anstrengend. Jedenfalls, das da ist der Kaltenbronn. Besteht aus dieser Wiese mit Hirschdamen in diesem Fall. Und da hinten ist ein Jährling. Jedenfalls da unten ist das Infozentrum. Ich dackel da jetzt nicht extra hin, um es euch zu zeigen. Dafür bin ich jetzt wirklich langsam zu K.O. Das da ist ein Haus, wo meines Wissens die Praktikanten und Zivis, gibt es nicht mehr, Hiwis, gibt es auch nicht. Buftis, genau das Wort habe ich gesucht, vom Infozentrum wohnen. Da unten gibt es vielleicht was Leckeres, bin mal gespannt. Und für mich geht es da rechts dann gleich weiter, aber ich muss jetzt erstmal Pause machen. Ich hocke mich jetzt vielleicht irgendwo auf die Wiese oder da hinten in den Schatten. War da noch ein Stück weiter. Mal gucken, keine Ahnung. Oder da unten sind Bänke, vielleicht hocke ich mich auch da noch. Weiß nicht, aber jetzt muss ich erstmal wirklich Pause machen. Hab Pause gemacht. Blöd ist nur, nach Pause bin ich jetzt 800 Meter gelaufen. 800 Meter! Aber 800 tödliche Meter. Denn ich nähere mich dem Holo samt Turm. Und der Holo ist 1000 Meter hoch. So ungefähr. Und deswegen liegen 800 tödliche Meter hinter mir. Weil Kaltenbronn ist, glaube ich, auf 700, fast 800. Irgend sowas. Und beinahe 200 Höhenmeter auf 800 Meter in meinem gerade vorherrschenden Zustand, der gelinde gesagt etwas ein Kadaver erinnert, an einen Kadaver. Deutsch funktioniert auch nicht mehr. Aber wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund schon bemerkt habt, befinde ich mich hier an einem landschaftlichen Highlight dieser Tour bisher. Und zwar einem der, ja, streng genommen eigentlich zwei, manche sagen auch drei dazu, Kaltenbronn-Moore. Und die sind ein Hingucker vom Feinsten. Und dieses hier, da war ich erst einmal ganz kurz und habe fest beschlossen, mir fest vorgenommen, dass ich hier bald wiederkomme und mir das dann nochmal genauer angucke. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass ich jetzt endlich mal hier bin und werde euch auch recht ausführlich damit nerven, dass es hier toll ist. Und wehe, ihr findet nicht, dass es hier toll ist, dann komme ich vorbei und überzeug euch,
Zumindest komme ich ganz langsam vorbei. So. Man sehe hier, da haben wir so einen typischen Fall von großer Baum, der dumm genug war, in der Nähe von Moor groß werden zu wollen. Weil man kommt da einfach nicht weit runter mit den Wurzeln, wie man hier an diesem Wurzelteller auch wunderbar demonstriert sieht. Denn Sauerstoffversorgung im Boden ist einfach kacke und deshalb ist tiefes Wurzeln nicht möglich. Ich habe jetzt schon mehrfach in diversen Videos erklärt, warum Wurzeln Sauerstoff brauchen. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Hier haben wir zum Beispiel auch noch eine Eberesche, das Ding in der Bildmitte. Das da links, das ist, glaube ich, von hier, doch eine Tanne wahrscheinlich. Es ist recht ungewöhnlich, dass die so nah am Moor stehen, aber das ist hier eh... Moor ist nicht gleich Moor, ne? So wie Wald nicht gleich Wald ist. Hier haben wir eine schöne Birke. Das ist wirklich toll. Aber ich bin noch nicht mal richtig drin. Dappeln wir mal richtig rein. Beziehungsweise ich zerre meinen Kadaver ins Moor. Oh, da hinten ist auch so eine tolle Totholzstruktur. Oh, da steht noch was Totes rum. So viel Totholz ist auch immer so eine Besonderheit. Das hat man auch nicht überall. Ja, und hier haben wir eine schöne Bank. Platz nehmen, Moor genießen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich euch wirklich was zum Moor erzählen soll. Habe ich schon anderweitig getan. Es müsste so... Ja, manchmal wäre es schon ganz gut, wenn meine Videos live wären. Dann könnte man mal so kurz eure Meinung abfragen. So, in der Hoffnung, dass man aus dieser Perspektive einigermaßen den See sehen kann. Ich sehe nichts. Habe folglich auch keine Ahnung, ob das gerade geklappt hat oder nicht. Boah, ey. Also Stand der Dinge übrigens, Wasservorrat wird so gerade so reichen bis Vorbach. Da gibt es spätestens einen Brunnen, das weiß ich, da war ich schon oft genug. Also das ist schon eine richtige Stadt. Da will ich aber heute nicht mehr hin. Wo ich jetzt noch hin will, ist mir dann noch mal kurz den Holoturm angucken. Von unten. Man hat wohl eine großartige Aussicht auf dem Ding, aber nein! Ich habe übrigens eine spezielle Form von Höhenangst. Turm, Treppen, Leitern, Mauern, solche Dinge. Also alles, was gebaut ist. Felsen geht. Gut, da muss ich mich auch nicht an den alleräußersten Rand hängen. Aber Felsen ist nicht so dramatisch. Das ist eigentlich... Für den Hausgebrauch reicht's. So. Meine Güte, das ist echt toll hier. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn ich meine Pause jetzt hier machen könnte. Gut, ich habe zwar noch relativ viel Zeit, aber das wäre jetzt schon arg Verschwendung, wenn ich jetzt einfach nur hier rumhocke und das Moor genieße. Fünf Minuten. Ups, ich wollte euch ja sagen, was der Plan ist. Ja, also Plan ist da hinten zum Moloturm. Der ist noch knapp einen Kilometer weg von hier, wo ich gerade bin. Oder ein bisschen mehr als einen Kilometer. So irgendwas um den Dreh. Aber es geht auf diesen tollen Holzsteg hier entlang. Oh. Ich weiß nicht, wie lang der ist, aber ein Stückchen sicherlich schon noch. Ich mag solche Dinger. Ah, die sind toll. Penn freut sich. Ja, und dann Holoturm, wie gesagt. Und dann noch ein kleines bisschen weiter, so irgendwas 2 bis 3 mühsam hinschleppende Kilometer, aber runter, weil der Holo ist hier der höchste Punkt. Demzufolge geht es ab da nur runter fürs Erste. Und dann sollte eine Hütte mit Aussicht kommen. Die ist wahrscheinlich irgendwo oben an so ein bisschen... Ich weiß es nicht genau, ich kann nur spekulieren, aber ich hoffe, dass sie an irgendwelchen Felsen vielleicht auch sogar ist. Und die wird voraussichtlich mein Nachtlager. Sollte das eine Hütte sein, die zum Nachtlager so überhaupt nicht zu gebrauchen ist, also so eine komplett geschlossene oder so, dann muss ich noch eine Hütte weiter. Das sind insgesamt ab hier, glaube 4,4 Kilometer, die kriege ich dann auch noch gekrochen, bevor es dunkel wird. Es ist 17:45 Uhr, ich habe also noch... 2¾ Stunden Tageslicht. Das müsste wirklich zu machen sein, selbst wenn ich ab jetzt krieche. Beziehungsweise nicht krieche, aber wirklich langsam gehe. Zu meiner Verteidigung, die Etappe für heute, die regulär anstehen würde, wäre Dobel-Vorbach.
Vorbach ist dann nur noch 5 Kilometer unterhalb von dieser letzten Hütte, die ich eventuell ansteuere. Sprich, da hätte ich meinen Kadaver auch noch hingeschleppt bekommen, wenn es denn sein müsste. Aber das Blöde ist, nicht mehr auf der anderen Seite raus. Und Vorbach liegt, wie ich glaube, irgendwo schon mal erwähnt habe, im Tal. Und wenn man da unten im Tal ist, dann muss man da quasi in irgendein geldkostendes Etablissement, wenn man schlafen möchte. Oder man macht den Bahnhofpenner. Aber dafür bin ich mir dann auch zu schade. Waldpenner ist okay, Bahnhofpenner mache ich nicht so gerne. Zumal der Bahnhof auch sehr winzig ist und da musst du auch den Outdoor-Bahnhofpenner geben. Eine Alternative wäre, mit der Bahn schnell nach Hause zu fahren, zu Hause zu schlafen und mit der Bahn wieder nach Vorbach zu fahren. Aber das ist ja auch dann Cheating. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Nein, böser Ben, komm nicht auf solche Ideen. Wobei ich dann halt eben sagen könnte, ich habe die Etappe geschafft, plus eben die fehlenden Kilometer von gestern, dass ich dann wieder aufgeholt habe. Das würde meinem Ego gut tun, aber ich habe ja gestern beschlossen, wir wollen demütig sein. So, wäre das auch geklärt. Ja, hier ist nochmal ein ganz paar Takte zum Moor. Das hier ist ein intaktes Hochmoor, das bedeutet, es wächst. Wenn ein Hochmoor nicht mehr wächst, dann ist es nicht mehr intakt. Und Hochmoor, es gibt verschiedene Begründungen, mögliche Theorien, wo der Begriff Hochmoor herkommt, aber eine, die ich sehr schlüssig finde, ist halt eben, dass es nach oben wächst und auch in der Landschaft gesehen einen Hügel bildet, da wo nämlich das Hochmoor ist, weil das immer größer wird. Ausschlaggebende Pflanze ist Torf. Torf, Moos, um genau zu sein. Und das hat die wundersame Eigenschaft, dass es so quasi wie so eine kleine Leiter aufgebaut ist. Und der untere Teil stirbt immer ab, irgendwann. Und dann wächst aber oben immer weiter. Und dieser unten immer absterbende Teil, während das Moos weiter nach oben wächst, der verrottet nur sehr langsam, weil im Moor enorm saure Bedingungen herrschen. Die kommen dadurch zustande, dass Torfmoos in der Lage ist, relativ gut Protonen abzugeben in das Regenwasser, woraus ein Hochmoor letztendlich primär besteht, um aus dem Regenwasser, das es dann zu super saurem Moorwasser macht, noch die letzten Nährstoffe, die drin sind, quasi rauszuziehen und mit diesen paar Nährstoffen dann zurechtzukommen. Dadurch wird das Wasser immer saurer und dadurch, dass es immer saurer wird, kann da auch nicht wirklich irgendwas leben, was in der Lage ist, die abgestorbenen Teile von unserem Torfmoos abzubauen. Weshalb unser Torfmoos auf dem eigenen toten Biomaterial immer weiter nach oben wächst und sich immer mehr totes Biomaterial entsprechend anreichert. Und ganz, ganz langsam wird das unter einem gewissen Druck doch ganz langsam umgesetzt, aber wirklich unglaublich langsam. Und was dann entsteht, ist erstmal Torf. Und später, wenn dann so ein Hochmoor zum Beispiel verschüttet wird durch eine Gerölllawine, beispielsweise, es gibt zum Beispiel Hanghochmoore, die am Hang von irgendwelchen Bergen entstehen. Und da kann es dann schon mal sein, dass so eine Geröllgeschichte drüber saust. Und dann kriegen wir in der Mächtigkeit der Torflage, die dann nochmal deutlich reduziert wird, irgend sowas wie Kohle zum Beispiel. Aber das dauert ja noch viel länger. Und ja, ich denke, das waren jetzt genug Worte zum Moor. Man kann da noch mehr zu sagen. Ich bin eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich in meinem aktuellen Zustand das noch relativ korrekt und relativ kompakt hinbekommen habe. Sogar ganz korrekt. Und relativ kompakt. Boah, Mann, ich bin echt fertig mit der Welt. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich mache noch ein paar Mooraufnahmen. Wenn ihr auch so auf Moore steht wie ich, werden die euch gefallen. Wenn nicht, dann ist mir doch egal. Achtung, Moorleiche. Also ich meine jetzt mich. Oh. Ah. Schön. Da auch schön.